Hallo und herzlich willkommen hier bei Rohr. Ich bin's wieder, eure Yves. Heute bin ich nicht alleine hier, sondern der Chef und der Gründer von Rohr, Martin Wirzle, ist mit da. Und wir werden euch heute mal ein bisschen was über die News, was so Rohr angeht in der nächsten Zeit, eben wie wir auf Messen vertreten sind und darüber einfach ein bisschen gemeinsam sprechen. Hallo Martin, hallo, schön, dass wir uns mal wiedersehen. Schön, dass du da bist, ja. Da werde ich euch ein paar Infos geben dazu. Genau, ihr hattet ja letztes Jahr schon auf der Kultfieber in Wien die tolle Glasbläsershow. Da ist ja eine ganz, ganz tolle Collab entstanden mit den Glasbläsern aus der USA. Und ich glaube, ihr habt euch auch für dieses Jahr wieder was ganz Tolles einfallen lassen. Die Rainbow Machine Elf haben die letztes Jahr gemacht, der Patrick Stadis, der Corey und der Nisch. Und dieses Jahr haben wir uns ein paar andere Künstler ausgesucht, die auch wieder eine Glasbläser-Demonstration machen wollen, um einfach mal zu zeigen, welche fantastischen Möglichkeiten das Glas bietet, was man da alles draus machen kann. Und die Leute, die dieses Jahr kommen, das ist der Matt Robertson, der zum Beispiel auch hier für seine Giraffen so bekannt ist. Das ist der Hoops und Just Another Glassblower. Und die wollen zu dritt ein wunderschönes Unikat erstellen, was nicht mal ich weiß, was es ist, aber ich denke, wir dürfen alle sehr gespannt sein. Ich wünsche dir an der Stelle auch noch einen herzlichen Dank an den Harald Richten, an den Harry, der die Messe, die Kultivar in Wien organisiert, der uns im Prinzip dieses Forum überhaupt erst gibt, damit die Leute mal hinter die Kulissen schauen können, weil man ja normal nicht dahin kommt, wo das so produziert wird. Speziell, weil diese Art von Glaskunst hier in Europa noch nicht so nicht so ausgearbeitet oder existent einfach ist. Mhm. Wir haben hier eine andere Art der Ausbildung und der, ich sag mal, Performance hier. Das hat sich die letzten 10, 15 Jahre in Amerika so in solche wunderbaren Dimensionen entwickelt, die da halt exorbitant schöne Kunstglasstücke produzieren. Und zusammen mit dem Harry haben wir uns halt überlegt, ein Forum zu schaffen, wo wir das hier in Europa auch den Leuten näher bringen können. Weil nur dann kann man mit der Fantasie halt auch was damit anfangen oder einfach das so nah live bringen und da gemütlich zugucken. Es ist ja 3 Tage lang und man kann das erleben, wie das Stück wächst von den ersten Anfangsstücken, bis es am Schluss fertig dasteht. Also ich lade euch hiermit auch herzlich ein, einfach bei der Kultivar mal bei unserem Stand oder bei der Glasbläsershow vorbeizuschauen. Denn wie gesagt, es ist wirklich eine einzigartige Möglichkeit, mal hinter die Kulissen zu blicken. Und jeder, der sich vielleicht schon mal ein bisschen mit der Glasbläserkultur auseinandergesetzt hat, der wird feststellen, es ist wirklich eine Jahrhunderte Jahre alte Tradition, die eben ja bis heute auch jedes Jahr immer wieder Neuerungen hervorbringt. Und es ist echt Wahnsinn, was man aus diesem Material alles machen kann. Also ich freue mich drauf. Ja, ich freue mich auch drauf und ich denke, die Yves werdet ihr auch treffen dort und mich wahrscheinlich auch. Genau, also dann auf zur Kultivar, wir sehen uns dort. Tschüss!